Wir haben beobachtet, dass es eine große Skepsis gibt in Deutschland, darüber eigentlich über Utopien noch zu sprechen. Und gleichzeitig bemerken wir, dass in vielen Teilen der Welt, aber auch in Deutschland, an konkreten Orten neue Utopien entstehen. Gestern waren wir in der Lausitz. Die Lausitzer Energie AG haben von denen gehört, was so ihre Zukunftsvorstellungen und Utopien sind. Dann waren wir in der Spinnerei, um ein konkretes Projekt zu erleben, was sehr, sehr breit sowohl Braunkohleprotest macht, gerade dabei ist, eine Schule zu gründen. Und heute und morgen haben wir zwei Tage am ISS. Und wir müssen ja einfach sagen, Kohleausstieg ist ein globaler Kampf. Und deswegen war unsere Idee, was passiert eigentlich, wenn man Aktivistinnen und Aktivisten aus Deutschland und aus drei verschiedenen Ländern der Anden zusammenbringt, die sich austauschen über ihre konkreten Erfahrungen, über das, was sie erlebt haben und welche Bedeutung dabei Utopien haben. Wir leben in einer Zeit, die sehr stark dominiert ist durch diese Einheitsdenken oder wie man auf Englisch sagt, TINA-Narrative, there is no alternative, und das ist der Neoliberalismus. Und in dieser Konstellation gibt es quasi nur eine große Geschichte, ein großes Narrativ, was für alle funktionieren soll. Und Utopien generell haben diese Kraft, dass sie uns wieder das Träumen lehren. Unsere Komprehension basicamente partió de que hay tres estructuras de dominación fundamentales que generan una expansión de un modelo único de civilización, de desarrollo, de progreso en el mundo. Uno tiene que ver con la expansión del capital, que empezó a penetrar cada vez más vía neoliberalismo en territorios que antes lograban sostener su vida un poco ajenos o con cierta autonomía, aunque vinculados a las lógicas del capital, mezclado con una lógica colonial. El capitalismo en América Latina no lo puedes entender sino a partir también de estructuras coloniales. Necesitábamos salir de eso, darnos la posibilidad de pensar de que el mundo puede ser reinterpretado y rehabitado de distintas maneras, y que esas distintas maneras son todavía existentes en la vida. Ein Resultat ist der Austausch miteinander, auch der kritische Austausch und auch immer wieder das Hinterfragen von so Herrschaftsverhältnissen. Und ansonsten, glaube ich, können wir total viel voneinander lernen, wo man auch schauen kann, wo sind da Überschneidungen und wie arbeiten die Aktivisten dort. Zu gucken, wie kann Öffentlichkeitsarbeit noch aussehen, wie kann man vielleicht auch Öffentlichkeitsarbeit global machen. El trabajo que ahora estamos realizando es una campaña internacional, local. Ese sería mi pedido que hago y también a que sigamos juntándonos la fuerza de lucha, resistencia en todos los pueblos del mundo para cambiar esta forma de economía que está matando pueblos, culturas, pensamientos, energías del mundo. Es gibt viele Momente, wo es dann doch Begegnungen gibt. Zum Beispiel den Moment von einer großen Kritik an dem kapitalistischen System. Dass man da merkt, dass eigentlich alle gesagt haben, wenn wir nicht es schaffen, aus diesem Geldsystem auszuscheiden, dann können wir auch keine Utopien leben. Wir sind 2011 in die Lausitz gezogen, um dieses verlassene Gehöft eben wieder zu besiedeln. Und wir wollten alles, was unser Leben so grundsätzlich bestimmt, selber in die Hand nehmen, selbstwirksam sein, dass wir möglichst versuchen, so viel Gemüse, Obst und Kräuter zum Beispiel selber anzubauen. Ich merke, dass zumindest unsere Gäste aus Südamerika einen grundsätzlich ganz anderen Denkansatz mitbringt, die Natur oder das Natürliche um einen herum nicht so als Objekt zu sehen. En buenos tiempos ha sido una relación armoniosa de respeto mutuo, porque para ellos la tierra de cultivo no es solamente una cosa, un objeto o un recurso natural, sino es su propia madre. Y entonces ellos se sienten hijos de la tierra, de la que comen y de la que se alimentan, donde también producen y trabajan, que es distinto a la concepción extractivista que piensa que allá hay recursos, no los cultivos, sino lo que está abajo de la tierra, y entran, destruyen esa visión, destruyen la naturaleza y también destruyen la salud de los niños.
Ende Gelände setzt sich mit Aktionen zivilen Ungehorsams für Klimagerechtigkeit ein. Also wir blockieren mit unseren Körpern die zerstörerische Kohleinfrastruktur. Ich denke mal, dass ganz viele schon ein Wissen haben über, warum sie das machen. Also ein Ungerechtigkeitsempfinden, die Dimension der Klimakrise. Und ich glaube, dass eigentlich schon auch viele verstehen, dass es nicht nur um diesen konkreten Ort geht, sondern dass der konkrete Ort für was viel Größeres, Globales steht. Ich finde es auch total wichtig, dass man unterschiedliche Formen eines ähnlichen Kampfes, und zwar der Kampf gegen den Extraktivismus im globalen Norden und im globalen Süden, zusammenbringt und schaut auf unterschiedliche Visionen, Strategien, Widerstand. Bestimmte Projekte vor Ort, die diese Räume eröffnen, können tatsächlich auch neue Form des Zusammenlebens attraktiv machen. Um herauszufinden, was braucht es denn so in den Regionen, haben wir das Projekt Transformative Community Organizing laufen, wo wir Betroffenheitsperspektiven vernetzen wollen, da auch stark den globalen Süden mit einbeziehen, um dann herauszufinden, wie kann denn Strukturwandel hier in der Region explizit aussehen. Derzeit ist vor allem bei uns auf der Prioritätenliste ganz oben die Gründung einer freien Schule, während man sagen kann, okay, kohlekritisches Engagement hat immer sowas von gegen und anti, ist eben der Aufbau einer Grundschule, was wirklich Positives in die Zukunft gerichtet ist. Decimos la naturaleza también tiene un lenguaje. Y la crisis climática es la forma en que la naturaleza dice basta. Y eso para todos es una pregunta, ¿vamos a seguir con una relación de no respeto a la naturaleza o vamos a volver a tratar a la naturaleza con respeto y con cariño?